Yo, meine Freunde, was geht ab? Euch X7 hier am Start am Boom Beach High Level Mittwoch. Und heute wollen wir das neue Update testen, beziehungsweise wir wollen testen, ob das neue Update das verspricht, was es einhält. Was? Ob uns das Update das einhält, was es uns versprochen hat. So. Es hat ja gesagt, das Update hat uns gesagt. Ja, klar. Das Update kam so und sagt und hat uns. Was ist los heute? Im Update stand ja, dass wir. Das. Soll ich dieses Video komplett nochmal neu aufnehmen? Der Anfang war so beschissen. Es tut mir leid, ihr kennt mich. Das Update hat gesagt, oder ja, jetzt schon wieder, im Update stand, dass Dr. Terror härter wird. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wir versuchen es heute, wir testen es aus. Ich würde sagen, wir einfach so aus Prinzip boosten wir jetzt unsere Statuen. Ich weiß, das mache ich selten, aber wir machen das jetzt extra für dieses Video. Wir haben natürlich nur Krieger und wir machen Dr. Terror platt, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Ressourcen brauche, weil meine Kanone auf 17 eben aufgewertet wurde oder ich sie eben angeschmissen habe. Und seht ihr, ab Level 16 sehen die schon so cool aus. Also nur ab Level 16, also ihr müsst die nur bis Level 16 aufwerten, wenn ihr dieses neue aussehen wollt. Wir sind fast durch, die auf 17, 18, 19, 20 und dann die letzte von 12 auf 20. Wenn man das überlegt, das sind 8 Stufen, das ist schon ziemlich viel, aber es ging ziemlich zügig, würde ich sagen, mit den Kanonen. Und ich bin sehr froh, dass ich mich für die entschieden habe. Danach kümmern wir uns um die Schützentürme. Bevor wir jetzt so viel quatschen, direkt mal springen wir direkt mal ins Geschehen. Und wenn wir irgendwann, wir machen ein Bombardement ins Wasser. Schade. Wenn wir dann irgendwann Truppen verlieren sollten, dann werden wir uns Dr. Terror von gestern einfach angucken. Weil gestern war Dr. Terror sowas von einfach. Also ich habe wirklich gedacht, okay, es wird schwierig. Die haben ja im Update gesagt, Dr. Terror wird härter, er hat mehr Leben drauf. Und gestern war einfach so easy, so easy. Ich glaube, ich habe bei der letzten Stage 3 verloren. Oder ich mag mich täuschen, aber ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig. Deswegen hat mich das verwundert. Ich meine ja schon an dem Tag, an dem das Update rauskam, war Dr. Terror einfach. Und da gab es ja noch die Ausrede oder wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Dr. Terror an dem Tag noch mit der alten Schwierigkeit ausgestattet war. Aber gestern war er so easy und jetzt werden wir sehen, wie er ist. Also bei den ersten Stages brauchen wir überhaupt keine Taktik. Das ist ziemlich doof, was ich hier mache. Wenn ihr Taktik sucht, dann müsst ihr gleich auf die nächsten Stages warten. Oder wir machen mal bei meinem Low Level nochmal so Stage 1 bis wo wir hinkommen. Ich glaube 5 kommen wir immer hin. Also 5 können wir manchmal platt kriegen, manchmal nicht. Kommt drauf an, wo das Rathaus steht. Rathaus. Wo das HQ steht und was da in der Nähe ist. Ob uns Kanonen treffen oder ob uns die ganze Zeit Maschinengewehre treffen und Flammenwerfer und Schockwerfer, die am gefährlichsten sind. Das war ziemlich dämlich, was ich hier gemacht habe, aber ihr wisst es, Stage 1, 2, 3 sind Spaß. Ab 4 wird es ein bisschen ernster, glaube ich. Hier stehen jetzt auch ein paar mehr Gebäude, aber naja, da kann man so einfach hinlaufen. Ich weiß gerade gar nicht, welchen Dr. Terror ich lieber mag. Also die Vulkaninsel oder die normale Standardinsel. Hier ist es weitläufiger und ich muss sagen, die Gebäude haben echt schon viel mehr Leben. Hier ist es wirklich weitläufiger. Hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile, manchmal hat man einen einfacheren Weg. Manchmal können dann aber aus vielen Richtungen Schockwerfer die ganze Zeit treffen. Das ist dann immer sehr hässlich. Naja, setzen wir einfach ein paar Mini-Roboter rein, um die Sachen abzulenken. Und die haben echt mehr Leben und machen mehr Schaden, das finde ich nice. Und ja, ich finde es besser, dass die nicht mehr zu Flares und so reagieren. Es war einfach merkwürdig, weil es nicht eine Truppe ist, sondern eine Fähigkeit und die dürfte eigentlich nicht auf so andere Sachen reagieren. So, jetzt konzentrieren wir uns. Gucken wir uns an, wie wir das machen. Also, keine freie Energie. Dann müssten wir eine Boom-Mine ausschalten. Hier wird geschockt und hier wird geschockt. Und da ist noch ein Schockwerfer, okay. Und da ist Kanonen, da sind Kanonen und hier sind Kanonen. Ja, ich will natürlich wenig Krieger verlieren.
weil wir komplett durchstarten wollen. Aber wir sind ja geboostet, wir haben über 100 Energie. Und unsere, ja toll, der erste stirbt fast hier vorne. Au, Krieger, wo läufst du denn lang? Mal sehen, hoffentlich überlebt der Typ. Lauf nicht aus dem Rauch raus. Glück gehabt. Ist er gestorben? Nein, wir haben Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Okay, ich muss auf jeden Fall die Boomkanone hier schocken. Schock, 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 Schock. Und Schock. Wir haben keinen Schock mehr. Mini-Roboter, helft mir. Die haben gar keine Reichweite, oder? Oh, die haben ganz knapp überlebt. Krieger, das habt ihr sehr gut gemacht. Der hier, 1, 2, 2 waren kurz vorm Sterben. Das ist gut, dass ihr überlebt habt. Mal sehen, ob wir einen großen, ob wir einen Kristall bekommen. Mir fehlen, glaube ich, nicht mehr viele. Mir fehlen noch 2. 2 fehlen mir noch. Das könnten wir hinbekommen. Ich habe momentan leider nicht so viel Glück mit Kristallen. Wie machen wir das hier? Natürlich über die rechte Seite. Dann brauchen wir eine Boomine. Dann kommt hier ein schöner Schock und hier und da und hier unten ist kein Schockwerfer. Alles klar. Ich würde immer an eurer Stelle, wenn ihr jetzt wirklich bei mir seid, um Takte zu lernen, das soll es ja auch mal bei mir geben. kommt ja nicht immer nur so Schwachsinn. Ihr müsst immer überlegen, wo ist der beste Weg, wo ist der beste Weg für eure Krieger, dass ihr noch freie Energie sammelt und so wenig Rauch wie möglich benutzt und dafür auch so wenig Energie wie möglich benutzt. Also ich meine jetzt, ich rede jetzt von Artillerie, damit ihr wenig Boomminen aufräumen müsst. Der eine Rauch war ein bisschen merkwürdig gesetzt, das hätte man besser machen können. Aber naja, wir haben sehr viel Energie, das dürfte eigentlich kein Problem für... Was? War da unten ein Krieger? Wir haben einen verloren, wo ist der denn bitte langgelaufen? So, das war okay, würde ich sagen. Und heilen wir jetzt, dann brauchen wir einen Schock hier unten. Und einen Schock hier und einen Schock hier für die... Normalerweise braucht man da oben den Schock nicht, aber ich will, dass die Boomkanone nicht einen nach dem anderen wegpickt. Ich weiß, sie schafft das nicht, aber sicher ist sicher. Ich will hier nicht viele verlieren, wir haben jetzt schon 3 verloren. Der eine ist da eben doof weggelaufen und dann hat die Boomkanone und die Kanone, glaube ich, oder irgendwer hat reingehauen und die weggepickt. Die sind ja mit einem Schuss tot, was total egal ist bei Kriegern, sofern ihr kein Video aufnehmt. Aber egal. Stage 6 und ich liebe dieses neue Update, also dieses, das ist jetzt das Update vor dem Update, also dass Dr. Terror zu 7 Stages wurde, es ist traumhaft und diese Events jeden Tag, das macht es einfach viel spannender, dieses Spiel zu spielen, vor allem wenn man so in Richtung Max geht. Jetzt macht es mir total viel Spaß, also ich war ja in einer Phase, wo ich nichts mehr machen konnte, wo es einfach relativ langweilig war, aber jetzt macht's mega Spaß und der Blödmann, der versteckt sogar wie wir Minen hinter Türmen. Wie kommen wir hier am besten rein? Ich würde sagen, rechts. Das ist ja quasi eine gerade Linie zu diesem Mörser und dann zu der Kanone und dann hier drauf. Dann müssten wir nur die 2 Boomin. Wenn die blöd wären, laufen die hier rein. Aber ich denke mal, meine Krieger sind intelligent. Mal überlegen. Mal sehen, ob wir recht haben. Das machen wir einfach mit 2 Artillerie. Das ist günstiger. Schaffen wir das? Ja. Achtet immer darauf, dass ihr so zwischen so Minen schießt, damit ihr beide gleich... Also es ist zwar relativ wenig, aber immerhin, ihr habt eine Mine weniger. Werdet bitte nicht von der Boomkanone getroffen. Das ist alles, was ich will. Das hat gut geklappt. So, jetzt zu dieser Kanone. Das haben wir uns überlegt. Rauch, bitte lauft nicht in diese eine Boommine rein. Aber es sieht gut aus, ja. Genauso gelaufen, wie ich es wollte. Und jetzt zum Hauptquartier. Ich setze mal jetzt zuerst den Rauch dahin. Das ist manchmal sicherer. Man muss sich umgewöhnen, weil ich immer eigentlich genau umgekehrt das mache. Und wir haben gar nicht geguckt, wo wir schocken. Dann würde ich sagen, hier, hier und hier. Dann dürften eigentlich... Mist, ich habe den Raketenwerfer übersehen. Oder nicht getroffen, nicht übersehen. Medkit, Medkit. Und nice. Mit den ganzen Schocks haben die es kaputt gemacht. Wie es aussieht, haben wir nur einen Krieger verloren. Ich weiß gar nicht wo. Und wir kriegen einen Kristall. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Kristall. Dann haben wir es geschafft. Also bisher würde ich sagen, Dr. Terror ist
um wieder zum Thema zu kommen, zum eigentlichen Grund des Videos. Dr. Terror ist genauso einfach wie vorher. Also genauso einfach. Also, ja. Keine Ahnung, was die da verbessert haben. Verändert haben. Aber naja, wir haben ja noch nicht die letzte Stage besiegt. Und die sieht heavy aus. Weil hier muss man schocken, hier muss man schocken, hier muss man schocken. Es gibt schwierigere Schocks. Also wenn jetzt der Schockwerfer hier stehen würde und hier Maschinengewehr, wäre es natürlich unangenehmer, aber... Okay, rechts. Wer greift bitte hier von rechts an? Naja, wir haben ein paar Boomin. Das wären, wenn wir jetzt hier hingehen. Und dann. Dann würde ich sagen 1, 2, 3, 4. Ein Bombardement wird wahrscheinlich alle ausschalten. Okay, ein Bombardement aufs Hauptquartier. Und eine hier, dann haben wir das Ding mit. Dann gehen wir von hier auf diesen Turm und dann aufs Hauptquartier. Oder wir gehen von hier auf das Maschinengewehr, auf den Flammenwerfer, auf das Maschinengewehr. Ja, auf den Flammenwerfer, dann ist der noch in einer geraden Linie dazu, dann reicht ein Rauch. Machen wir das. Bevor wir das machen, warten wir auf die Krieger, beziehungsweise auf den einen Krieger. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns Dr. Terror von gestern an. So. So sieht es nämlich gestern... Es ist weg. Ich habe in der Zwischenzeit zu viel angegriffen. Verdammt. Verdammt. Dr. Terror gestern war noch einfacher als jetzt. Also ich war ungeboostet und habe die letzte Stage ohne mit 3 Verlusten, ich glaube 3 oder ist höchstens 6, sagen wir mal unter 10 Verlusten, ungeboostet bei Dr. Terror. Es ist schon peinlich, wenn die sagen, er wird schwieriger. Gucken wir uns den an. Level 55, gucken wir uns den an. Da war ich dann wegen dem OP-Angriff geboostet, aber schwierig sind die ganzen Dinger ja auch nicht. Also, ich weiß, die Gegner werden schwieriger, wenn ich in den Siegespunkten hochgehe. Aber dieses Spiel soll Spaß machen und kein Zwang sein, dass man immer online kommt, um anzugreifen. Ich habe sowieso keine Zeit zu. Deswegen, ich greife meistens abends an, clear dann meine kompletten Playerbases. Und wenn dann noch NPC-Bases übrig sind und ich gerade Zeit habe, mache ich da auch noch ein paar kaputt. Meistens booste ich dann nur wegen der OP. Also ihr seht es ja, ich habe eigentlich gehen die ganzen Sachen auch ohne Boost. Seht ihr, ich kann alles schocken. Alles. Und so zack, kaputt. Und ihr habt es ja gesehen, selbst wenn die 77.000 Leben drauf haben, Krieger sind so gut. Krieger sind die Besten. Krieger sind toll. Toll. So, der Typ, willst du mit in den Kampf kommen oder willst du warten? Der kommt mit. Was mir aufgefallen ist oder was mir noch immer fehlt, ich habe noch immer keinen Seestern gehabt. Noch immer nicht. Mein Strand ist seit diesem Update leer. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das nur mir so geht, aber ich bekomme einfach nichts mehr. Das ist schade. Ich hätte so gern wieder Tiere hier. Gucken wir uns mal an, was in unserem Booten ist. 1 Million Eisen, 1 Million Holz oder 27 Diamanten. Was nehmen wir? Ratet mal, was nehme ich? Richtig, die Diamanten. Und hier? Diamanten oder dunkle Scherben? Dunkle Scherben wären nicht doof. Ich habe von beidem genug. Ich habe genug Kraftpulver und ich habe genug Diamanten. Aber da wir die Diamanten ja bald für eine Serie brauchen, nehme ich einfach mal die Diamanten. Und vor allem, es sind 17 Stück. Das ist schon schick. Was haben wir hier drin? Einen Kristall, einen roten. Wie viele fehlen da? Oh, da fehlen noch ein paar. Okay, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um Dr. Terror. Und wenn wir den jetzt besiegt haben, dann können wir unser Fazit ziehen, ob er wirklich schwieriger geworden ist oder ob die uns nur Angst machen wollten. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Alle Boominen sollen weggehen. Fast. Wenn die nicht doof laufen, schaffen die das sogar. Also wir gehen jetzt zum... Ich mach die auch kaputt. Sicherheitshalber. So. Dann haben wir eigentlich... Das wird ziemlich nice. Bekommen die da Schaden? Nein, dann würde ich sagen, wir setzen direkt den Rauch da drauf, damit wir nicht zwei Rauchs benutzen, sondern nur einmal Rauch. Und dann bekommen die kaum Schaden. Gehen jetzt, wo wollten wir hin? Zu diesem Flammenwerfer. Und
Zack, Rauch. Der war eine Sekunde zu spät. Ich muss mich beeilen. Heaven ist langsam gerade mit dem Rauch. Oh Gott, das war knapp. Jetzt setzen wir den Rauch mal zuerst hin, damit die nicht getroffen werden und dann, weil die wenig Leben wegen dem Flammenwerfer haben, noch sterben. Aber so sollten alle sicher am Rathaus. Was habe ich heute mit Rathaus? Ich bin so, obwohl ich gerade im Boom-Fieber bin, bin ich gerade auch im Clash-Fieber, weil es kommt bald ein neues Update und das wird ziemlich nice. Ich meine, die Schocks sind ziemlich gut. Ich setze einfach Medkits drauf. Ich will nicht nochmal schocken. Das kriegen wir so hin. Ja, ein Tick härter. Wir haben ein paar Krieger verloren. Also auf jeden Fall schwieriger als gestern. Das hätte ich nicht. Also es ist ja meistens so. Volcano Island ist immer härter als die andere Base. Die hat mehr Leben und... Okay, neun Krieger verloren. Okay, gestern war ich nicht geboostet und heute war ich geboostet. Deswegen war es heute härter, aber null härter als sonst. Kein Stück schwieriger. Also ich meine, Dr. Terror ist nicht schwieriger geworden. Ich weiß nicht, was die damit genau meinten mit diesem Update. Also dass der wirklich schwierig ist. Das steht doch hier, oder? Dr. Terror Ereignis jetzt schwieriger. Nein. Also auch die Lowen Stages, ich komme mit meinem Low-Level X7-Account genauso weit wie vorher auch. Hat sich für mich nichts geändert. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Boom Beach Video wieder. Ich weiß, ich habe einiges mit euch vor. Einiges. Ich würde eigentlich am liebsten jeden Tag ein Boom Beach Video machen, weil ich euch sehr, sehr viel zeigen kann oder vorhabe oder auf meiner Liste steht. Aber die Zeit fehlt mir. Vor allem, weil ich ja die ganzen anderen Serien mache und bei meiner Upload-Geschwindigkeit sitzt, wäre dann mein Laptop die ganze Nacht an. Und das wollen wir natürlich nicht, dass er irgendwann stirbt. Ich kann euch hier kurz sagen, was ich vorhabe. Natürlich weiterhin meine Strategien, also jede Truppe einmal durch. Da arbeiten wir ja dran. Achso, wir können hier mal kurz gucken. Meine Panzer gehen auf Level 9. Ich habe immer gedacht, die gehen auf 10, aber sie gehen jetzt erst auf 9. Ich arbeite an meinen Panzern, denkt dran. Wir haben ja am Montag im Low-Level Let's Play mit Panzern angegriffen und da war ich ja noch nicht so erfahren mit, oder ich bin noch immer nicht erfahren damit. Wir werten die auf 15 und dann werden wir eine Zeit lang ganz oft mit Panzern angreifen. Was habe ich noch vor? Wir wollen natürlich die ganzen neuen Base-Layouts testen, das ist das Gleiche. Ich habe noch nicht umgebaut. Und wir müssen bald dringend bei diesem High-Level-Account Hammerman's HQ endlich mal besiegen. Dann gegen ihn verteidigen. Werden wir gemeinsam im Video umbauen. Ich überlege mir was. Hab da nichts so vorbereitet, sondern guck mir seine Truppen an und versuche dann so spontan was zu bauen. Ich hoffe, das kriegen wir hin und... ja, die ganzen Truppen gegen Dr. Terror, die ganzen Challenges, die ganzen Spaßsachen. Wir haben einiges vor, also der Content geht lange nicht aus, auch wenn wir Max sind. So viel zu tun, dann sind mir die Ressourcen komplett egal. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und euch geht's gut und wir sehen uns im anderen Boom Beach Video wieder, montags, mittwochs oder samstags. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.